Gib ihm. So, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Astronier. Wir haben ein bisschen was gebaut und ein bisschen was geplant. Und jetzt schauen wir uns eine Höhle an. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. Und, Niklas? Führe mich zu deiner Höhle. Ja, aber tatsächlich, bevor wir losgehen, haben wir gerade hier noch was zum Erforschen natürlich nicht, ne? Egal. Ich leg den Sauerstoff bis zur Höhle, weil ich weiß, wo es hingeht. Genau. Und ich lege ihn dann in der Höhle und lauf dir einfach hinterher. Bis dahin. Aber wenn da irgendwas Böses ist, dann will ich da eigentlich gar nicht hin. Na und? Boah. Das ist mir eigentlich egal, ob du das willst oder nicht. Oh, kannst du es da der oben ist ein zu weit. Versetzen? Loser. Ach, darunter? Oh mein Gott. Ja, Höhle und so. Du kannst es echt nicht mit den Verbindern, gell? Das ist beim Sliden halt auch echt schwierig, tatsächlich. Was? Okay, bist du jetzt ab jetzt dran, oder was? Wird halt... Okay. Yes. Okay. Gehen wir... Du gibst hey, hier ist sogar. Irgendwo, glaube ich, mein Rucksack. Echt? Na, keine Ahnung. Was ist das? Achtung. Will ich das wissen? Will ich wissen, was das ist? Ja, gib du einfach irgendeine Richtung an. Ich würde vielleicht in die Richtung von den Ärzten da. Oh, das... Ich wollte eigentlich zeigen. Da geht's noch weiter runter. Das ist Quarz, glaub, ne, was hier ist, oder? Oh Gott, ich habe keine Leine. Okay. Da unten. Das ist Quarz, oder? Hm? Was? Hast du jetzt wieder Sauerstoff, oder? Nein. Du musst unterwegs einsetzen, ungefähr da. Ja, okay. Boing. Erledigt. Gehen wir jetzt weiter runter, oder was? Okay. Ich weiß es nicht. Du wolltest die Höhle... Hole erkunden. Ja, guck, hier ist krasses Zeug, das würde ich gerne mitnehmen. Zinkblende. Oh. So, was gibt's hier sonst noch? Oder gibt's Riesenharz? Ich bin aber eher an dem krassen Zeug hier interessiert. Laterit, okay. Hört sich hilfreich an. Sieht aus wie eine Münze. Okay, ich würde aber gerne, bevor ich hier vorne jetzt meine Taschen immer voll mache, obwohl ich es noch nicht mal brauche, würde ich gerne noch weiter gucken. Oh, Zeug, komm her. Lauf mal nicht so schnell. Sauerstofffilter, nehme ich mal mit, oder? Boah, viel Zeug. Boah, ich habe gar keinen Platz für einen Sauerstofffilter, kannst du den mitnehmen? Vielleicht. Was ist das hier unten? Energie. Exodynamics Forschungsunterstützung. Ja, so eins habe ich damals auch gefunden. Halte zum Freischalten gewünschte Energiezufuhr aufrecht, okay. Ja, keine Ahnung. Kommst du? Nö, ich lass dich versticken. Okay, kein Problem. Okay, wieder mehr von dem Zeug. Mehr so Forschungszeug. Oh, was ist das Grüne hier? Ah, das Ding zum Forschen. Okay, zum oh Glück boy. Legen wir immer Linien, weil sonst finden wir nie wieder zurück. Komm zurück. Warum? Warum? Ich habe keine Linien mehr. Oh no. Komm. Krass. Ja, okay, hier unten ist aber auch viel und alles und... Wow, okay, okay. Dann mach noch deine Taschen mit allem voll, was geht und dann... Nimm hier das ganze Metallzeug und so. Nimm das... Das Laterit und sowas. Ja, genau. Vielleicht auch noch ein bisschen was von dem anderen, weil Laterit habe ich schon viel dabei. Nimm mal das andere, bitte. Welches andere? Ja, hier gibt's noch was anderes Metalliges. Ja, genau, das was aussieht wie so gebrochene Kugeln oder so. Okay, jetzt ist meine Tasche zu voll. Da ist der Moment, wenn meine Tasche...
Alles gut, Zink, dass ihr die Höhle haben will. Hier ist Fett von allem drin. Ja, ja. Okay. Okay. Dann tue ich wenn das nicht, das ist dann auch alles schmelzt und so. Kannst du vielleicht gucken, ob du eine Forschung bekommst und ich guck, dass ich den Strom aufrecht bekomme, okay? Was für eine Forschung bekommen? Ja, General suchen oder was? Finde, ja, genau, dass du was suchst, was okay, man forschen kann. Du weißt ja, ich guck mal bei meinem Lieblings-Solarsegel vorbei und gehe da weiter hinter. Okay. Oh, ich hab schon was. Was? Ja, ja, hier ist auch irgendwo was. Der Aufgang hier, den habe ich vorher gegraben, den musst du ein bisschen. Am besten nicht anders graben, weil dann kommt man eigentlich gut hoch, aber. Ich habe einen riesigen Stein vor mir. Das wäre cool, wenn der Weg einfach wäre, ohne irgendwelche Hindernisse. Ja, es ist kein Hindernis. Ist jetzt eher schlecht in der Höhle hier, gell? Du darfst es jetzt nicht als Hindernis sehen, also. Nicht gleich so negativ. Ach, es hilft jetzt vielleicht nicht gerade voran, aber es. Ich werde schon hochkommen. Entweder kann man Quarz nicht schmelzen oder ich habe nicht verstanden, wie. Tendiere eher auf, ich habe nicht verstanden, wie. Okay, Strom hat es. Kann ich hier irgendwie. Ah, ich kann es anschalten, okay. Du. Das. Ich bin natürlich Profi! So, und jetzt? Was das hier angeht. Du das Schande, wo bin jetzt? Ich jetzt? Ja, helfe den Dingern entlang, das ist tatsächlich nicht so schwer. Aber das ist direkt über mir. Da hast du einen Aufgang gegraben. Ja, ich verstehe. Da habe ich einen Aufgang. Aber da ist kein Sauerstoff in dem Aufgang. Doch. Wenn da kein Aufgang ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob das Richtige ist, weil eigentlich ist da ein Aufgang. Ja, doch. Sauerstoff. So was Ähnliches. Mein Stein ist halt dreimal so groß. Okay. Echt? Ja, einfach in die Forschungszentrale. Ja, du weißt doch, diese Forschungsmineralien sind so groß wie wir. Ja, die sind tatsächlich. Bisschen übertrieben vielleicht. Klein wenig. Ey, komm. Lass mal einen Berg rumtragen. Yo. Ich nehm auch einen. So muss es. Tü. Nee, da ist auch noch meine Höhle. Nee, das ist keine Höhle. Das war mal die Schlucht. Bevor mein Sohn ausgerastet ist. Wo ist der Forschungsdinger? Hier. Der erste ist. Was mach ich jetzt damit? So. Mögest du das erforschen? Mineral. Wie lange braucht es, bis das geforscht hat? Ah, da steht ein Timer. Da steht eigentlich dran, ja, ja. 37 Minuten. Ja, gut, irgendwie, wir brauchen auch gerade stromtechnisch, sieht auch gerade nicht so gut aus. Aber ich bin dabei, ich kümmere mich. Und wie können wir das ändern? Achso, du holst. Nämlich von dem fetten Solarpanel oben und so, ja, ja. Hast du deine ganzen Verbinder hier gelassen? Ja, ja, die angefangenen, dass ich mehr Platz habe. Was mach ich jetzt mit dem ganzen Laterit und Zink? Einfach auch hier vorne ins Eck schmeißen. Schmeiß einfach, nee, schmeiß zum Ofen vor, bitte. Ich kümmere mich dann drum. Wo ist der Ofen? Das, wo brennt. Das, wo brennt. Alrighty, boy. Dann habe ich noch einen Sauerstofffilter. Behalte ich mal. Kann man immer rauchen. Tü. So, was sammle ich jetzt? Wo soll ich hin? Ich fühle mich unnütz. Bist du auch, aber keine Ahnung. Du Sack. Mach einfach irgendwas, wo du dich gut beifühlst. Was machen wir mit Quarz? Glas. Habe ich verstanden. Aber wie? Im Ofen. Habe ich doch schon lange gemacht. Achso. Ich dachte, Quarz kannst du nicht. Ja, wenn man den Ofen einstellt, dann kann man es tatsächlich schmecken. Ach so, das ist ja einfach. Ja, irgendwie, keine Ahnung, also das Quarz ist da ziemlich pingelig. Da muss halt die Temperatur vom Ofen muss warm sein, das ist. So, was kann man denn noch so alles machen? Kann ich eigentlich alles erforschen oder muss ich irgendwie einer gewissen Reihenfolge folgen?
Kleiner Sauerstofftank. So, dann mache ich jetzt einfach wieder den Pro-Move hier, weil ich bin Pro und Pros machen Pro-Moves. Ah! Irgendwie hätte ich mir von den Verlängerungskabeln echt mehr erwartet. So, das sind 3 Meter Verlängerungskabel oder so. Also, ein Schredder wäre cool. Ja, dann kannst du bestimmt so das ganze Zeug schreddern. Der braucht bestimmt auch Strom und Zeug. Aber wie kriegst du denn den ganzen Schutt? Wie kriegst du das denn in die Basis? Mit einem Kranen. Oder musst du den Schredder da hinstellen? Das wäre ja noch Kranen. Schlimmer. Kranen. Du kannst Autos bauen und so, ne? Ja. Dann bau doch mal ein Auto. Du bist auch höher unser... Ja, wir bauen... Aber wenn, dann brauchen wir eh ein großes Auto. Wo gehst denn du eigentlich immer auf den Berg hoch? Den Sauerstoffleitung entlang. Wir haben mittlerweile so viele Sauerstoffleitungen den Berg entlang. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Berg entlang komme. Irgendwie schaffe ich es immer. Ich hoffe, das genügt dir als Antwort. Guten Tag. Hi. Bin hier dabei, ein bisschen meinen Berg runter zu sliden. Weil ich mehr Dinger brauche. Ich habe wieder was gefunden. Und zwar? Jetzt habe ich es so blöd hingelegt. Hüpfrankensamen. Ah, okay. Damit kann gepflanzt oder erforscht werden. Rankenpflanzen. Ja, ist der richtig? Oder erforscht werden ist doch solide. Erforschen ist super. Ich oder? Weiß echt du nicht, willst doch Zeug erforschen. Ja, jetzt haben wir gerade erstmal ein fettes, was erforscht wird, also. Aber forschen ist immer wichtig. Ich habe keinen Sauerstoff. Ich stehe hier gemütlich rum und ersticke. Ja, da hat man keinen Sauerstoff. Das ist nur die Stromleitung. Warum eigentlich? Sauerstoff. Ja, weil ich da eh nicht plan, tagtäglich entlang zu laufen. Warum laufe ich überhaupt bis ganz hoch? Das ist voll sinnlos. Na, vielleicht für Sauerstoff. Weil irgendjemand hat hier unten keinen Sauerstoff hingebaut. Boah, guck, jetzt habe ich das Windkraftding auch relativ weit. Du musst da jetzt echt kein Dauerschirm eigentlich, weil. Das doch. Ist jetzt nicht so, als würde man da tagtäglich entlanglaufen. Na klar. Ich erforsche jetzt die komischen Viecher. Dafür kriege ich Beiz. Ja, das macht Sinn. Das ist gut, weil damit forschen. Das ist auch Forschung. Dann forschen. Exakt. Dann gewinnen wir das Spiel. Da ist noch eine Forschungsprobe. Ich sag doch, ich bin hier der Forscher. Ja, und ich bin der Strom ran schafft hier, dass deine Forschung bald richtig reibungslos laufen kann. Das finde ich super. Ich auch. Ziemlich nett von mir. Oh mein Gott. Oh, hier gibt's Ding. Gemisch. Geil. Immer mitnehmen das Zeug. Irgendwann gibt's einfach kein Gemisch oder so mehr, dann ist man richtig aufgeschmissen. Das wäre voll kacke. Dann muss man sich einen neuen Planeten suchen. Kann man glaubt sogar tatsächlich. Echt? Nein, mein Würfel rollt den Berg runter. Nein, jetzt roll ich den Berg runter. Na, irgendwas rollt über den Berg. Ich mach den Berg einfach gerade weg. Ja, dann kann man noch schlechter laufen. Super. Exakt. Ganz klasse. Stehe ich drauf. Wie weit kann man runter bis da ungefähr? Geile Sache hier. Kannst hier den Berg ganz entspannt runtersliden. Gemisch. Noch mehr Gemisch. Dann kannst du hier ein neues Harz nehmen. Boah, das ist aber nicht eine harzteure Sache hier. Aber es lohnt sich. Wenn du halt mal wieder Harz brauchst oder so, sag ich Bescheid. Ja. Dann gehe ich wieder welches holen. Aber an sich ist es viel billiger, als wenn wir Kupfer benutzen. Dafür, dass du eigentlich den gleichen Weg hast und dann sogar noch Sachen draufstellen kannst, sind Verlängerungen ziemlich kacke. Gut, sie sind schöner. Es gibt bestimmt auch längere Verlängerungen. Quasi Verlängerlängerungen. Nee, keine Ahnung, es gibt ja auch verschiedene große Plattformen. Und so. So, ich glaube, jetzt ist... Ja, jetzt habe ich genug. Und sliden.
Okay. Warum liegt da eine? Naja. Ja, du solltest mal wieder Harz holen gehen. Alles klar. Weil wie du siehst, unser Harz neigt sich dann doch langsam dem Ende zu. Was? Ja, viele haben es nicht für möglich gehalten. Aber tatsächlich, diese ganzen Plattformen und der ganze Müll braucht viel Harz. Tü-tü-tü. Dann schmeiße ich noch ein bisschen Gemisch ins Eck. Dann brauche ich nochmal Verbindungspakete. Ich bin der Verbindungsoffizier. Okay. Harz. Weiß das nicht, dann geht es sogar in beide Richtungen, wenn es kein Verlängerungskabel ist. Aber gut, das brauche ich eigentlich eh nicht, dass es in beide Richtungen geht. So, ich dachte, der Strom kommt. Ja, wir holen den Strom ja nur. Wir bringen ja den Strom nicht zu dem Teil. Warum nicht? Daher. Aber die Schlucht ist voll. Die ist voll übertrieben tief. Ja, deswegen habe ich die ja zugebaut. Aber du beschwerst dich ja nur, wenn ich die zubaue. Mega krass. Nun gut. Ey, haben wir jetzt immer einen Platz und so für unsere Solarpanels, wenn wir die finden. Einfach auf dem Weg vom großen Solarpanel. Gut, das Ganze machen wir jetzt noch mit der anderen Energie. Würde ich eigentlich schon gerne, ne? Was? Mit der anderen Energieart quasi von dem anderen Würfel auch was legen. Den Strom. Aber ich glaube, das ist dann richtig aufwendig. Ich weiß nicht, was das... Was aber das will. Was denkst du? Ja, das will, glaub, gar nichts. Ich glaube, du machst damit einfach nur extrem viel Strom. Mehr nicht. Ach, hör doch auf hier. Organische Ressourcen. Oh, kein Mensch. Ich will Harz. Niklas will Harz. Wenn Bäume umfallen, verschwinden sie übrigens. Das ist super. Oh. Ach du Schande. Solltest du ganz schön... Gott, ich benutze gerade das letzte Harz. Ja, ich, wie soll ich sagen? Okay, ich glaube, es wird ganz schön krass, wenn wir das wirklich, aber ich, auch wenn wir mit Verlängerungskabeln legen, das ist irgendwie ziemlich krass von da hinten, aber ich möchte es eigentlich echt gern machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dann halt einfach die absolute Endstufe an Strom ist. Ich habe gerade so viel Harz geerntet, dass ich nicht mal alles mitnehmen kann. Oh. Doch. Lass jetzt einen von den schwulen Verbindern hier. Was? Oder noch besser. Oder was noch besser? Beende deine Sätze doch. Nein, niemals. Aha, ich habe ihn einfach hingestellt. Was? Ich, ja, den Verbinder. Ich cleverer Bursch. Meine Arbeiten liegen jetzt gleich erstmal still, bis du hier kommst mit deiner, mit dem Harz. Ja, ich bin doch quasi schon da. Bis der Harzer kommt hier. Ja, sorry, hab keine Zeit. RTL kommt. Also. So, dann drehe ich das schon mal langsam. Dann muss ich gucken, dass ich irgendwie langsam dann die Krümmung Richtung Haus hinbekomme. Ach, verdammt, jetzt reicht natürlich der Kabel. Ich jetzt in irgendein Lochfall unterwegs. Dann. Weil so langsam haben wir es raus, glaube ich. Mit dem Laufen und den Löchern und. Es wird. Das ist schon in der 5. Folge. So, wo brauchst du Harz? Wo brauchst du Harz? Ha? Leg's einfach hier hin. Bauen tue ich zwar woanders, aber das. Dann kümmere ich mich auch mal hier ein bisschen um meinen Schmelzdinger. Brauchst du noch mehr Harz? Oder? Na, ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Ich bin eigentlich gleich da. Ach komm, ich hol trotzdem noch meine Fuhre. Okay. Ich habe noch so viel Zeug da drüben rumliegen. Oder ich hol das ganze grüne Gemisch. Das ja, auch, du kannst es nicht. Kann das hier diese Bioressourcen, die Biomasse oder was auch immer. Ja. Kann das irgendwas anderes
außer einen Generator antreiben? Ich glaube nicht. Toll. So das irgendwie. Ist doch auch weiß ja nicht. Etwas. Oh Kacke, jetzt habe ich schon ausgepackt. Würde ich tatsächlich nicht. Ah, ich glaube, ich weiß übrigens, was ein Verpacker macht. Der wird wahrscheinlich die Sachen, wenn man die auspackt, wieder verpacken können. Ich dachte gerade, da war ein Tier. Mein. Du mit deinen Tieren. Ey, was bist du denn eigentlich? Ich bin Niklas, guten Tag. Cool. Ich habe was zum Forschen gefunden. Echt? Irgendwie was Komisches. Bring ich mit. Finde ich gut. Aber ich baue noch ein bisschen Harz ab vorher. Das ist immer hilfreich. Vielleicht habe ich es geschafft. Noch ein, zwei Dinger, dann. Ich schmelze jetzt Organisches. Dann passiert was damit. Ich möchte wissen, was. Wir schmelzen jetzt Organisches. Organische Schmelzstunde mit Niklas. Vielleicht kann es ja doch was anderes da noch. Ja, keine Ahnung. Also zumindest, aber da kann ja das Organische das nicht, sondern das Material, was aus dem Organischen wird. Aber da kann das Organische quasi zum anderen Material werden. Das ist die einzige Fähigkeit. Vielleicht wird daraus dann voll der krasse Biodiesel-Treibstoff. Boah, ich glaube, eins könnte es erreichen, dass ich es voll schaffe. Los, Druck, und dann als nächstes tun wir von deinem fetten, was auch immer für komische Energie da kommt, überlegen. Was auch immer für komische Energie da kommt. Hey, die Forschung das ist hat mal einen Stecker. Trotzdem... Ja. Du hast irgendein Archiv mit Energie und so bekommen. Aber die Forschung ist jetzt übrigens vorbei, ne? Also wenn du ein neues Teil hast, dann... Was, die Forschung ist vorbei? Wie schnell vergeht denn so eine Ingame-Minute? Ja, ich glaube, das lag einfach dran, dass wir jetzt dann gegen... Das berechnen halt mit dem Strom, den es zur Zeit hatte. Ach so. Nicht okay, dann bringe ich jetzt mal was Neues mit. Ja, wäre ganz cool. Ja, kein Problem. Ich hab genug. Ist alles easy. Wir haben jetzt den fetten Strom. Na dann. Jetzt machen wir sogar wenn der ganze Weg natürlich auch Strom alles. Macht. Ja, der Weg macht halt auch Strom. Und dann haben wir hier viel mehr Platz für Strommachgeräte. Das ist echt clever. Dann bringe ich jetzt das Ding noch hin. Was? Und noch mal ein bisschen... Ja, hier mein Forschungsgedöns. Was auch immer du bist. Sieht aus wie eine... Ah, okay. Oh, jetzt habe ich es verloren. Oh. Wo ist jetzt? Wenn es jetzt in die Schlucht gefallen wäre, hätte ich... Was habe ich jetzt aus dem Organischen gemacht? Kohlenstoff. Oh, ich habe Kohle. Ich habe es verbrannt. Huch. Oh, ich brauche die linke Maustaste gar nicht gedrückt halten. Guck mal. Ich habe da was mitgebracht. Wo bist du? Oh. Sieht fast aus wie du. Nur cool. Konnte ich das gerade aus der Hand nehmen, oder? Ja. Ah, oh, cool. Schmeiße noch ein bisschen Harz ins Eck. Also, wirklich nur ein bisschen. Ich warte die Batterie hier hinten mal ich ans Haus ran. Reicht dir das jetzt erstmal an Harz? Gerade so. Ey, das kleine Solarpanel hätte ich auch als Erweiterung benutzen können. Boah, das hat voll das lange Kabel. Warte, guck dir das mal an. Das hat... Boah, geil. Das hätte ich eigentlich auch als Verlängerung nehmen können. Merke fürs nächste Mal. Ja, cool. Jetzt, wo ich hier einen Platz frei habe, stöps... Warte, ich stöps das einfach jetzt hier. Ja. Noch an. Weil dann braucht es gar keinen Slot, wenn ich es einfach anstöpsel. Blub. Ja, jetzt gucken wir uns nochmal an, was du so alles gemacht hast. Schmelzofen? Läuft ja gar nicht. Ja, ist alles durch. Aber hier liegt doch noch voll viel Zeug. Zink. Ja, aber ist alles fertig. Achso, das ist das Ergebnis. Ah. You're damn right. Na dann. Ey, was machst du? Warum machst du das? Ich mach das Lager schick. Okay. So, es ist viel praktischer.
Naja, dann hören wir mal auf für diese Folge. So langsam wird's doch. Wir stellen uns gar nicht mehr so blöd an jetzt. Ja, ich glaube, langsam machen wir Fortschritte. Ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.